Hallo, heute sind wir wieder live von unserem Kurs in Wundern. Und ich möchte gern mit euch ein paar mehr Lektionen von dem Kurs in Wundern teilen, vom Workbook, vom Arbeitsbuch des Kurses in Wundern. Und zwar haben wir ein 20-Minuten-Buch. Das kannst du ganz einfach morgens, gleich wenn du aufwachst, lesen oder abends, bevor wir schlafen gehen, lesen. 20-Minuten-Buch ist ein Geistestraining, um deinen Geist zu verändern, dich in eine direkte Erfahrung mit Gott zu bringen. Jetzt hier in diesem Moment, in dem du dich erinnern kannst, wer du wirklich bist. Ich hatte eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, dass ich kein Körper bin, sondern frei bin. Und dass ich ungebunden bin. Ich kann nicht sterben, ich bin frei. Und diese Erfahrung kannst du jetzt mit mir teilen. Indem du all deine Gedanken über dich selber, über das, was du siehst und über Gott aufmachen lässt. Und zwar, hier fangen wir mal an, ich lese das vor. Diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Die Gedanken, die ich jetzt habe, haben keinerlei Bedeutung. Alle die Gedanken, die du jetzt in diesem Moment hast, den Gedanken, den du gerade hast, hat keinerlei Bedeutung. Die Gedanken, deren ich gewahr bin, haben keinerlei Bedeutung, weil ich ohne Gott zu denken versuche. Was ich meine Gedanken nenne, sind nicht meine wirklichen Gedanken. Meine wirklichen Gedanken sind die Gedanken, die ich mit Gott denke. Ich bin ihrer nicht gewahr, weil ich meine Gedanken gemacht habe, damit sie den Platz einnehmen. Ich bin willens anzuerkennen, dass meine Gedanken nichts bedeuten und sie loszulassen. Ich beschließe sie, durch das zu ersetzen zu lassen, was sie zu ersetzen sollten. Meine Gedanken sind bedeutungslos. Die gesamte Schöpfung hingegen liegt in den Gedanken, die ich mit Gott teile. Ich rege mich nicht aus dem Grund auf, den ich meine. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine, weil ich ständig meine Gedanken zu gerechtfertigen suche. Ich versuche ständig, sie wahrzumachen. Ich mache alle Dinge zu meinem Feind, damit mein Ärger gerechtfertigt ist und meine Angriffe begründet sind. Ich habe nicht bemerkt, wie sehr ich alles, was ich sehe, missbraucht habe, indem ich allem diese Rolle zugeteilt habe. Ich habe das getan, um ein Denksystem zu verteidigen, das mich verletzt hat und das ich nicht mehr will. Ich bin gewillt, es loszulassen. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Die Wirklichkeit ist nie beängstigend. Sie könnte mich unmöglich aufregen. Die Wirklichkeit bringt nur vollkommenen Frieden. Wenn ich mich aufrege, liegt es immer daran, dass ich die Wirklichkeit durch selbst erfundene Illusionen ersetzt habe. Die Illusionen regen mich auf, weil ich ihnen Wirklichkeit verliehen habe und deshalb die Wirklichkeit als Illusion betrachte. In der Schöpfung Gottes wird nichts in irgendeiner Weise durch meine Verwechslung berührt. Ich rege mich immer über nichts auf. Lektion Nummer 6. Tschüss.